Das sind die Rose-Konstruktionen der Joachim Gerhard Collection. Wir haben also eine 4 cm massive Holzfront mit Schallwandphasen und einem vollmassiven Deckel, nenne ich es mal. Die Rückwand ist vollmassiv, der Boden auch. Die Seiten sind mit Glas belegt. Und insgesamt ist es dann halt eine Sandwich-Konstruktion, die die Gehäuseresonanzen und Schwingungen extrem stark dämpft, sodass kein Schalldurchtritt möglich ist. In dem Fall haben wir hier eine Passivmembran hinten, oder noch nicht, aber die Vorbereitung für die Passivmembran. Und durch das Gewicht von Glas und dadurch, dass das Ganze dann halt dauerelastisch aufgebracht ist, habe ich hier kaum Resonanz. Und unempfindlich. Es lässt sich gut säubern. Ne? Genau. Lack ist immer ein Problem. Und das Holz, finde ich persönlich, ist schön genug. Da muss kein Lack drauf, sondern das wird geölt. Man muss es nicht tot lackieren. Dadurch, dass es Massivholz ist, ist eine Lackierung eh kompliziert. Weil wir haben ja ein Problem, Massivholz arbeitet. Und da muss man halt zusehen, dass diese Problematik möglichst ausgeschaltet wird. Thank you.
the sky may drop when you play that California drum. And get your kicks on Route 66. Mr. Hino, everybody. Yeah.
Filipino, everybody. What a surprise.